nach. Und ja, guck mal, wir sind jetzt fast Level 33 und wir können eigentlich auch, ich weiß nicht, die HP-Anzahl ist mir noch ein bisschen zu wenig, aber wir können es ja trotzdem im 30er Verlies versuchen. Gerne. Können wir gerne machen, aber naja, ich glaube nicht, also ich glaube jetzt nicht dran, dass wir es schaffen werden, aber sag niemals nie. So. Also die machen echt viel Schaden, ne, an uns. Das ist schon 245. Ja, das ist schon nicht gerade wenig. Oh, okay. Alles klar. Das Level-Limit für diese Gegend ist 50 bis 60. Gut, dann war das das Schwere und das andere war das Leichte. Alles klar. Dann weiß ich das. Gut. Weil da ist, war das so, die geben auch Schmuck, die Gegner. Und vor allem Karten. Und diese Karten sind teilweise oder waren teilweise echt viel Geld wert. Ich habe nur das Pech gehabt, dass ich zu stark war für die Instanz, aber habe dann nie eine bekommen. Das war zwar sehr schade, aber naja, egal. Ich denke mal, das kann ich natürlich gerne mal mit diesem Charakter hier ein bisschen ändern. Und eigentlich kann ich auch mit dem Alex, können wir eigentlich da auch rein. Zu zweit geht das meiner Meinung nach sehr gut, sehr gut. Aber ich muss mal gucken, ne? Ob das denn klappt mit ihm und ja, wie auch immer, ne? So. Obwohl, Alex ist ja auch Mädchenname als Spitzname, ne? Aber ich denke mal, das ist doch schon ein Junges. Ich glaube, Alexander war das. Alexander, ja. Gut. Und dann haben wir die Quest auch fertig. Und müssten denn eigentlich. Nee. Das ist zu heftig. Wenn wir da jetzt Level up gewesen wären. Gut. Das brauchen wir nicht vorlesen. Quest beenden und. Quest beenden. Ah, okay, alles klar. Oh, nochmal, schön. Nochmal 10 Stück. Das ist sehr schön. Gut, 82%. Gut, es könnte wirklich was werden. Mit dem Level Up noch. Also Level 35, weiß ich nicht, ob ich das jetzt heute noch schaffen werde, weil ja, langsam merke ich so gerade, dass die Motivation gerade sinkt. Nicht, dass ich jetzt überhaupt keine Lust mehr habe auf das Spiel, aber gerade in dem Moment, da will ich mal auch eine Pause machen. Deswegen. Ui. Und ein neuer Titel. Hungriger Wolf war das, glaube ich, der Titel. Hungriger Wolf. Ja, das war es. Also das ist ja sowas von gut. Crit und Geschwindigkeit und vor allem 3% und 2,3% ist meiner Meinung nach ja nicht gerade wenig, ne? Also das ist schon nicht schlecht. Und dann noch T4 Sprint rein und dann. Ja, das ist man schon ein bisschen schnell unterwegs. Und dann noch ein Reittier, was verbessert wurde und dann ja ist das schon nicht schlecht. So. Gut, 3 Stück brauchen wir. Ich habe jetzt eher nicht so eine Lust, dass ich jetzt noch die Archons töten muss, aber gut. Geht halt nicht anders. Aber gut, egal. So. 2 Stück nach dem noch und dann haben wir die Quest auch fertig. Also es gibt, meiner Meinung nach, gibt es noch. Ich glaube, das ist das Stück hier. Da gibt es meiner Meinung nach nur diese Gegner und das ist besser, dass man schneller. Ich bin auch einmal irgendwie hingekommen, aber ich weiß jetzt nicht, wie das war oder wo ich da hingegangen bin, genau. Von daher egal. Aber hier ist es ja auch ganz gut. Und jetzt sind wir meiner Meinung nach auch gleich Level up. So. Und Ziel nehmen wir mit. Zack, Level up. Wunderbar. Gut. Scharfe Exam. Ich will eine Halskette.
Wie komme ich denn nun an eigene Halskette? Hey Zwerg, was ist denn los? Eigentlich nichts. Nur, dass ich mir eine Halskette machen will. Ich weiß nur nicht wie. Willst du jemanden beeindrucken? Oder willst du jemanden? Na gut. Ich möchte nur etwas Eigenes machen. Das ist alles. Mach dich nicht über den Traum eines kleinen Jungen lustig. Würde ich nie machen. Okay, womit willst du denn anfangen? Ich habe ein Band für eine Halskette, aber ich kann mich nicht entscheiden, was ich daran befestigen will. Ach, okay. Bitte hör mir genau zu, Sylvie. Ich bin zwar. Und. Ach, Quatsch. Und zwar habe ich gehört, dass Zähne. Okay. Vom Grabfuchs besonders schön glänzen. Soll das heißen? Ja, genau wie du denkst. Du willst doch einen kleinen Jungen keinen Wunsch ausschlagen. Abschlagen. Bitte hol mir den Spitzenexamen vom Grabfuchs. Okay. Gut, dann habe ich eine perfekte Halskette. Aber nur das eine Mal. Auf gut. Fazit. Dann bist du ja bereit. Viel Glück, er ist. What the fuck? Hallo? Achso. Was ist denn? Hallo Elderis, ich bin hier, um mit dir über dieses Dokument zu reden. Ich habe gerade sehr viel zu tun. Da habe ich keine Zeit für dich und dieses dumme Obst. Das ist das. Wie hast du? Das ist eine Überraschung für dich. Was glaubst du, geht schneller, wenn ich allen Bewohnern von Elderin davon erzähle oder wenn du dieses Dokument von mir bekommst? Arroganter Trottel. Was willst du denn von mir? Bist du hier, um mir zu drohen? Wofür? Für die Materialien von dir und den Schmied? Du verstehst es wirklich nicht, oder? Du kannst hier nichts mehr herausschlagen, Elderis. Ich habe getan, was ich tun musste. Ich habe mit der geheimen Gesellschaft zusammengearbeitet, um Elderin zur Stadt mit der besten Wirtschaftsentwicklung auf dem ganzen Kontinent zu machen. Habe ich jemanden umgebracht? Habe ich etwas Falsches getan? Du bist komplett auf dem Holzweg. Vielleicht, weil du bloß ein Grünschnabel bist. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Elderis wird nervös. Hast du den Schief von Ruhm damit unter Druck gesetzt? Warum hast du die seltenen Materialien gestohlen? Ich habe den Schief von Ruhm nie gedroht. Ich wollte ihn nur überreden, weil er nicht besonders kooperativ war. Ich habe gesagt, es wäre gut für seine Stadt. Hast du schon einmal investiert? Das hier ist wie eine Investition, Entschuldigung. Diese Investition, Investi Gott, dieses Investitionsgerede ist mir egal. Mir geht es nur um die seltenen Materialien. Warum hast du sie gestohlen? Das war eine ganz schöne Gefahr für uns. Ich meine, der Plan von dir und James. Also zwingst du einfach alle dazu, wie es dir am besten passt. So läuft das doch in Eldarin, oder? Ein kleiner Abenteurer wie du wird solche Dinge nie verstehen. Verschwinde einfach. Es ist mir egal, was du mit dem Dokument machst. Ach, und warum nimmst du nicht auch gleich die Materialien mit, die ich mir von dir geborgt hatte? Ich brauche sie nicht mehr. Mehr gibt es nicht zu sagen. Das ist kein Schief, sondern jemand, der den ganzen Kontinent Isia in Gefahr bringt. Ich werde meine Zeit nicht mehr mit dir verschwenden. Hau einfach ab und sei sehr vorsichtig. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Bis dann. Okay, 10.000 Erfahrungspunkte gab es. Sehr schön. Strafe. Sind das nicht die gestohlenen Materialien? Erzählt ihm von Elderis. Er hat mir die Z Materialien zurückgegeben. Keine Ahnung, wie er es zum Schief bringen konnte. James verzieht das Gesicht. Deswegen hasse ich Elderin. Das war eine gute Gelegenheit, über einen tollen Anführer nachzudenken. Trotzdem muss ab und zu jeder tolle Anführer die Dinge zu seinen Gunsten hinbiegen, genau wie Elderis. Trotzdem finde ich sein Verhalten nicht in Ordnung. Damit ist der Fall wohl mehr oder weniger gelöst. Noch nicht. Außer Elderis sind ja auch noch diese Typen von der Geheimgesellschaft, um die wir uns kümmern müssen. Um das Ganze endgültig zu beenden, sollten wir sie ausschalten. Ich frage mich, wer wohl der Kommandant dieser Geheimgesellschaft ist. Das sollten wir herausfinden. Also, als erste Mission sollte die Mitgliederanzahl der Geheimgesellschaft verringert werden. Du weißt, was ich meine. Warum schaltest du nicht zuerst einige der Bogenschütze der Geheimgesellschaft aus?
Das sollte einfach sein.